Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu der Berichterstattung aus dem Landrat. Heute fangen wir mal nicht gerade mit einem politischen Thema an. Es geht nämlich um unsere schöne Region. Beim Aussteigen hier in Liestal aus dem Zug habe ich Miriam Würth angetroffen und sie ist gerade auf mich gesucht und hat gesagt, Danny, ich habe hier etwas. Natur 2016. Miriam, erzähl selber einen wunderschönen Kalender. Ich bin Präsidentin von Pro Natura Basel-Land und wir produzieren etwa seit 10 Jahren so einen Naturkalender, der sich vor allem mit den Landschaften von Baselbiet befasst. Wir haben einen Fotograf, der das professionell macht und wir haben jedes Jahr wunderschöne Bilder von Baselbiet. Wie dient ihr denn das aufgleisen? Kriegt denn der Fotograf einen klaren Auftrag, wo er muss fotografieren, oder ist das ihm seinem Gusto dann auch überlassen? Er hat in dem Sinne einen Auftrag, dass wir nicht Detailfotos wollen. Also wir wollen Landschaften oder Gebiete fotografiert haben. Wir können uns, oder er stellt uns aus seinem eigenen Fundus nachher Bilder zur Verfügung, macht uns einen Vorschlag mit 12 Bildern und wir können die dann nachher noch ergänzen oder abändern. Aber er bringt eigentlich seine eigenen Vorschläge. Jetzt sind heute die Landräte in Genuss gekommen, das können aus erster Hand bei dir zu beziehen. Wie findet denn jemand, der eine Freude hat an dem, den Weg an so einen Kalender an? Seit ein paar Jahren gebe ich im Landrat eine Liste um und dort tragen sich eigentlich die Landräte sehr fleissig ein. Ich würde sagen, 30%, 40% vom Landrat haben so einen Kalender bei sich daheim. Aber jetzt, wenn ein ganz normaler, der nicht im Landrat ist, Entschuldigung, normal, wie findet der das? Also ich kann mir jetzt das auch vorstellen, ich möchte jetzt gerne so einen Kalender bei mir daheim, kenne den nicht, hat den Zugang nicht, wie finde ich es? Also finden würdest du ihn auf der Homepage von Pro Natura Basel-Land. Dort ist er ziemlich prominent drauf. Wir haben auch einzelne Buchläden, die den vertreiben. Aber der sicherste und einfachste Weg ist sicher, wenn man auf die Homepage von Pro Natura Basel-Land geht und dort unter Kalender ist ein Bestellformular hinterlegt. Gut, und dann denke ich, alle Landräte, die wunderschönen Bilder daheim haben, können dann wieder ein bisschen vorher schauen und sich auch erfreuen ab unserer schönen Region. Hallenbäder stehen immer zur Diskussion, wenn es darum geht, Sparübungen zu machen. Die Gemeinden, die haben, die zahlen relativ viel dafür. Und heute haben wir darüber diskutiert. Bei mir ist der Paul Wenger. Paul, die haben das in Rinach auch schon diskutiert. Auch dort ist der Wunsch aufgekommen für ein Hallenbad. An was ist denn das gescheitert oder was waren eure Überlegungen gewesen? Es ist einerseits gescheitert am Ort, den man machen wollte, aber ganz speziell ist es an den Kosten gescheitert. Ein Hallenbad, so wie es vorgesehen war, das kostet die Gemeinde pro Jahr ungefähr 400.000 bis 500.000 Franken an Betriebskosten und Unterhalt. Und das hat sich die Gemeinde Rinach in der jetzigen Finanzlage erst recht nicht leisten können. Und politisch ist das über einen längeren Prozess verfolgt worden. Man hat schweizweit ähnliche Projekte angeschaut, man ist sogar zum Teil im Ausland schauen. Und am Schluss hat man einfach sagen, das liegt nicht drin und politisch ist beerdigt worden, mindestens vermutlich für sehr lange Zeit. Bei mir ist jetzt Florence. Florence, du hast noch einen ganz wichtigen Aspekt zu dieser Diskussion beigefügt. Du hast das Handy dabei, du hast es auch heute Morgen so gemacht, hat das noch spannend gefunden. Erzähl doch schnell, was war dein Gedankengang gewesen? Ja, ich habe auf dem Netz nachgeschaut, wie der genaue Wortlaut ist vom aktuellen Volksschullehrplan, den wir heute haben, der eingesetzt ist auf der Primarstufe. Der sieht nämlich vor, dass in der 6. Klasse der Schwimmunterricht stattfinden soll. Das heisst, es ist nicht mehr die Sekundarschule, die das abdeckt, sondern es ist eben die Primarschule. Und der Passus, der lautet so: Der Lehrplan hält als Grundanspruch im zweiten Zyklus fest, dass alle Schülerinnen und Schüler sich sicher im Wasser bewegen und schwimmen können. Also wäre das eigentlich ein Auftrag zum Teil, gell? Ob es einem passt oder nicht, müssen ein Hallenbad anstellen? Ja, also es gibt immer Lösungen. Das heisst nicht, dass alle müssen ein Hallenbad anstellen müssen, aber das bedeutet auch, dass man sich Gedanken machen muss, wo können die Schülerinnen und Schüler schwimmen können. Klar, man kann viel auch im Sommer, also in den Aussenbädern abhalten, aber es reicht nicht. Und gerade wir im Oberbaselbiet haben aktuell auch die Diskussionen zum Neubau des Hallenbad Gelderkinden. Und da sehe ich es auch als, sage jetzt mal, Pflicht von den umliegenden Gemeinden, dass sie sich eben dort auch mit beteiligen. Weil schliesslich profitieren alle Gemeinden von einem Hallenbad, das im Zentrum ist.
Also müsste man eigentlich davon ausgehen, wenn man jetzt einen Baustopp macht, dann würde das bedeuten, dass man auch eine Bundesverfassungsänderung dann braucht, weil dann, oder eine Kantonsänderung, weil dann müsste das aus dem Gesetz raus. Ich finde es wichtig, dass man das auch berücksichtigt. Jetzt habe ich nicht an das Bundesgesetz gedacht, aber ich finde es einfach jetzt bei dem Wechsel, den man hat, und da hat man ja erst seit dem August 2015, dass man das einfach da mit berücksichtigt. Jetzt sucht man ja eine Unterstützung eigentlich für eine Gemeinde, die ein Hallenbad hat. Auch da hast du eigentlich eine sehr dezidierte Meinung geäußert. Jawohl, die Postulantin hat ja eine Unterstützung seitens Kanton gefordert. Aber ich bin ganz klar und dezidiert der Meinung, dass ein Hallenbad grundsätzlich eine Gemeinsangelegenheit ist, die eine Gemeinde selber soll regeln, selber soll finanzieren. Wenn es allenfalls aus irgendeinem Fonds für die Erstellung selber gewisse Unterstützung gibt, dann kann man mit dem vielleicht leben, das freut einem. Aber der jährliche Betrieb von so einer grossen Sache wie einem Hallenbad, das ist ein enormer Kostenpunkt für die Gemeinde. Und meiner Meinung nach, da kann man schweizweit schauen, machen alle Defizite. Und aus diesem Grund ist das letztlich in Rheinach auch politisch beerdigt worden. Für den Moment mindestens, für lange Zeit. Wollen Sie aber gleich noch nachhängen, wo gehen denn Rheinacher schwimmen in diesem Fall? Die gehen allenfalls nach Basel, die gehen nach Muttenz und vor allem gehen sie im Sommer in unser hervorragend wunderschönes Bad, das wir haben, eines der schönsten in der Region. Aber wenn ihr jetzt extern geht, heisst das, dass eure Gemeinde in den Hallenbädern auch etwas zukommen lässt? Oder wie regelt sich das? Die zahlen den normalen Eintritt und mit dem ist es abgeholt. Muttenz übrigens zahlt das, also Gemeinde Muttenz, die wollen das Hallenbad, das ist auch eine sehr gute Institution, aber das kostet Muttenz auch sehr, sehr viel Geld. Bei mir ist jetzt der Markus Dudler. Markus, du hast ein Postulat vertreten heute, und zwar ist es um den Werbeauftritt vom Kanton Basel-Landschaft gegangen. Sprachen, Struktur, Barrierefreiheit. Was um Himmels Gottes Willen ist das? Ja, ich muss da berichtigen, es geht um den Webauftritt und nicht den Werbeauftritt vom Kanton. Was ich bewirken will, ist, dass zum einen die sprachliche Vielfalt Rechnung getragen wird im Kanton, dass es auch viele Firmen zum Beispiel gibt, die aus dem englischsprachigen Raum kommen und die finden da die nötigen Informationen nur auf Deutsch und dann fragen sie sich, was muss ich machen, dann müssen sie sich noch speziell informieren, was das bedeutet auf der Seite. Nebendran ist natürlich mir auch wichtig, dass für unsere Mitmenschen mit Einschränkungen die Webseite auch benutzbar ist. Heute gibt es also tolle Softwarelösungen, die einem die Webseite vorliest. Aber dafür muss man sich an gewisse technische Guidelines halten, dass das passieren kann, dass die Seite dementsprechend interpretiert werden kann von diesen Programmen. Aber bedeutet denn das nicht, dass man da auch wieder einen sehr grossen Aufwand muss auf sich nehmen? Ich nehme an, das ist auch mit Kosten verbunden. Wie ist da die Stimmung jetzt im Rot dazu? Also die Stimmung im Rot ist noch schwer zu beurteilen, weil es kein Votum gegeben hat dagegen. Also ich kann nur darauf hinweisen, dass der Kanton das eh überprüft. Also das ist auch in der Antwort so gesehen. Und sie haben mir zuerst auch den Vorschlag gemacht, das Postulat zurückzuziehen. Ich habe gefunden, die Punkte sollte man mal dokumentiert haben. Darum habe ich auch plädiert, dass man das heute abschreibt nach den Antworten vom Regierungsrat. Jetzt haben wir ein ganz spannendes Thema und ich finde, im Sinne von Gleichberechtigung gehen wir das jetzt auch mit einem Männchen und Weibchen an. Bei mir ist Hanni Huckel und der Balz Stügelberg. Balz, es ist so, dass wir eine Gleichstellungskommission hatten, wir haben aber auch eine Fachstelle für Gleichstellung. Jetzt ist mir fast ein bisschen im ersten Moment der Eindruck entstanden, der wollt das gar nicht mehr. Ist das unnötig geworden? Also das muss man differenzieren. Du hast gesagt, es gibt eine Kommission und eine Fachstelle. Ich habe einen Vorstoß eingereicht, dass die Kommission abgeschafft wird. Aus dem einfachen Grund, dass die Kommission seit Jahren nichts mehr macht und auch nicht weiss, was sie machen soll. Und wir wollen keine Kommissionen führen, die inaktiv sind. Das ist auch diskussionslos, denn also die wird abgeschafft. Hat dann mal jemand dagegen etwas gesagt. Jetzt aber, Hanni, du hast ein bisschen bemängelt gehabt, dass man mit 25% Einsparungen, dass das ja auch nicht so viel bringt, wenn man sich überlegt, dass Gleichstellung eigentlich ein Thema ist, das noch nicht abgeschlossen ist. Also das Thema ist sicher noch nicht abgeschlossen. Das von der Kommission habe ich mich so
auch überzeugen, dass man jetzt wirklich die Form, wie die Kommission geführt worden ist und wie sie ganz tolle Aufbauarbeit gemacht hat, auch für die Fachstelle, dass man sie so einfach kann, wirklich nicht mehr so muss weiterführen, dass man sie so kann sein. Aber dass es halt gleich eine Begleitkommission braucht oder eine Begleitgruppe, vielleicht nicht mehr im Sinn von Kommission, aber es ist natürlich dann auch der Teil, wo die Kommission noch das Geld, das zur Verfügung ist, ist jetzt nicht mehr zur Verfügung. Da müssen sie jetzt schauen, wie sie dann das ankriegen mit ihrer Begleitgruppe. Ja, wie wäre denn das Ziel jetzt überhaupt zu realisieren? Heisst das, dass die Kommission oder die Gruppe dann neue Aufgaben kriegt? Hat man da eine Effizienzsteigerung im Sinn? Also, ich habe keine Ahnung, wie sie sich organisieren wollen. Sie reden jetzt von so einer Feedback-Gruppe. Das ist mir eigentlich gleich, wie sie die organisieren. Denn Geld ist auf jeden Fall keins mehr rum. Und ich glaube auch nicht daran, dass jetzt plötzlich Leute hat, nachdem man jahrelang niemand hatte, der irgendetwas machen wollte, ist eigentlich nicht anzunehmen, dass die jetzt plötzlich in so einer Feedbackgruppe wahnsinnig aktiv werden. Aber das ist mir eigentlich egal. Die Kommission gibt es jetzt nicht mehr. Wenn die eine Feedbackgruppe finden, sollen sie das machen, aber sicher nicht mehr in Form von einer Kommission. Aber die Fachgruppe selber gibt es? Die Fachstelle, die, das war ja der zweite Vorstoss gewesen heute, den wir lange darüber diskutiert haben. Das war ein SVP-Vorstoss gewesen, dass die Fachstelle, also das Kompetenzzentrum, dort arbeiten Leute, sind Leute angestellt, dass die abgeschafft wird. Dort haben wir von der FDP auch gesagt, die wollen wir jetzt nicht gerade abschaffen. Wir sehen aber das auch sehr kritisch, weil wir glauben, die Gleichstellung, das war eine interessante Diskussion gewesen, die Gleichstellung ist langsam auf einem guten Weg und wir können eigentlich sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit geworden und wir brauchen jetzt nicht mehr jemanden, der jeden Tag sagt, hey, es braucht das noch. Wir wollen jetzt gerade nicht heute den Stecker rausziehen, aber wir sagen, wir sind langsam so weit, dass wir das nicht mehr brauchen. Und das ist eigentlich, muss man sagen, zum Glück brauchen wir das nicht mehr. Hanni, wie siehst du das? Also vom Endziel, dass man eigentlich so eine Fachstelle gar nicht mehr brauchen müsste, wenn Gleichstellung wirklich realisiert wird, das wäre natürlich eine schöne Vorstellung, oder? Aber es ist natürlich wirklich längstens noch nicht so, oder? Es braucht wirklich noch eine Fachstelle, die die Leute beraten und die Leute begleiten, die schauen, wie die ganze, das ganze Thema von der Gewalt an Frauen, Männer, wie das immer noch ein Thema ist, dass man das wirklich an dem bleibt. Dass sie Schulungen machen, dass sie wirklich auch in den öffentlichen Stellen immer schauen, ist es ungefähr gleichberechtigt. Also das braucht es einfach noch. Und darum würde ich sie wirklich gar noch nicht, auch nicht gerade in den nächsten 5 Jahren, sondern man muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich spüre, der Balz möchte etwas antworten. Nein, es ist ja grundsätzlich immer die Frage bei diesen Fachstellen. Oder ist ein Thema nur dann wichtig, wenn es eine Fachstelle hat? Oder sind denn andere Themen, wo es jetzt keine Fachstelle gibt, sind das nicht wichtige Themen? Oder? Also man könnte sich sehr gut auch vorstellen, dass man das Anliegen von der Gleichstellung, das ein wichtiges Anliegen ist, dass man das einfach in der Direktion als permanente Aufgabe, das ist hoffentlich schon dort versorgt, oder? Aber dass man das dort besser tut, verankern und auch mit Verantwortlichkeiten. Das ist ja in Basel-Stadt auch ein Thema gewesen, wo man die Fachstelle für Menschen mit einer Behinderung aufgelöst hat. Das war auch die Frage gewesen. Ab wann ist jemand so wichtig, dass er eine Fachstelle braucht? Oder? Und die Diskussion werden wir sicher in Zukunft wieder führen. Wir sind dort eher skeptisch, dass es das in Zukunft braucht. Weil wir eben sagen, wir sind heute glücklicherweise gesellschaftlich so weit, dass wir niemanden mehr brauchen, der hier hinten durch noch ein bisschen den Turbo macht, sondern das kommt von allein in unserem Bewusstsein.